kümmern wir uns erstmal um das Boot. Das stimmt nicht. Alles ist cool, Edda. Hä? Na, komm schon. Muss ich hier wieder Drogen nehmen? Es fühlt sich fast so an. Komm schon. Wir bröckeln uns hier hoch, wie damals in Oblivion. Mit dem Offroad-Pferd, da ging alles. Du kannst dich da hochreiben, wenn du willst. Ich merk's richtig, wir kommen der Sache näher. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback, und zwar von euch. Ja. Ja, bitte. Und dann? Mehr nicht? Mehr nicht? Das riesige Gebäude und dann, naja, mal gucken. Vielleicht hier in Beacon Hill, Bacon Hill oder Savage Beacon Hill. Ach, guck, ich verstehe. Die Dachterrasse. Naja, dann schreibt das doch. Das ist was ganz Spezielles hier. Nur die Pulle, bitte. Wirklich sehr, sehr schön. Kommt alles in die Sammlung. Vielleicht ein bisschen dunkel, aber Photoshop kriegt das bestimmt gut hin. Jetzt noch hier diesen Einsteiger-Safe. Na, Sweet Spot, wo hast du dich versteckt? Das wär's. Oh, Pipe Pistol, das gibt's ja nicht. Frechheit und Raketen. Wen wollt ihr eigentlich veräppeln? Und hier noch ein Assassin's Creed Runterspringen-Hotspot. Aber ich sehe keinen Heuhaufen. Ist das bei Valhalla auch immer noch ein Heuhaufen? Also unter anderem ein Ort, wo man dann reinspringen kann? Das wäre mal sehr interessant. Müssen wir eigentlich zurück in den Boston Bugle? Da ist überhaupt nichts mehr. Ist hier eventuell noch was Richtung? Das ist Norden, Westen. Nee, da ist nichts mehr, ne? Mm-mm. Wir können von hier aus, wenn wir wollen, die Schnellreise nutzen. Sollten wir tun, ne? Dann sparen wir uns ein Stück Rückweg. Wir wollen, 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 wollen. Haben wir, haben wir, haben wir. Oh, jetzt kommen wir Richtung Kern. Aber nein, wir machen erstmal den Rand fertig und gehen vom Reverhouse aus. Und zwar von hier aus in die Richtung. Ist schon richtig markiert, ne? Oh, das sind Rehe. Ja, ist alles cool. Hinter uns ist auch nichts mehr. Nein, ich sehe hier keine leeren Symbole auf dem Kompass. Aber ich bräuchte eine Spritze. 8. Und Wasser mit 9. Es ist einfach viel mehr drin, muss ich sagen. Stimmt schon. 8 und 9 ist die bessere Wahl gewesen. Ich habe die Größe, das zuzugeben. Und dann noch ein bisschen Mutanten-Hundekeule. Zum Endstrahl. Das war der Pippo. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Egal, wir schlachten ein paar Rehe ab. Let's go! Action! Kommt her, ihr Ratten. Christopher Columbus Park. Sind sie aggressiv? Dann sind auch wir aggressiv. Plock. Mhm, yeah. Alle räuchern wir aus. Edda. Grill sie instant. Yeah. Links von mir steht einer. Ich weiß. Hallo? Der ist richtig stinkig, ne? Oh mein Gott, der braucht einen kritischen. Hinter die Löffel näht auch nicht. Oh, Breakdance-Rehe. Übel. Hätte das gedacht? Dass es sowas hier gibt. Metallrüstung. Nein, ist so spezifisch. Come on. Muss ich jetzt echt hier eine Salvage Beacon losschicken? Aber das mache ich schnitt. Wenn ich hier den nächsten Behälter gefunden habe. Ist okay, wenn wir sowieso schon schleichen müssen. Nee, das mache ich auch schnitt. Da drüben. Diese Lunchbox, also diese Kühlbox. Diese Kühlbox für Erwachsene. Da kommt der ganze Kram rein. Aber erst nachdem ich das ganze Fleisch aufgehoben habe. Verdammt. Oh, warte mal. Eine Sekunde. Das können wir doch ein bisschen unterbinden. Gegrillte Ratte. Zack, reicht das? Es reicht. Wir können weitermachen. Nein, wir müssen das jetzt schon durchziehen. Den Hund leer machen. Wir haben genug Wasser fürs Erste, ne? Ja, noch 40 Einheiten. Schicken wir die leeren Flaschen nach Hause und machen das dann lieber automatisiert an den Pumpen. Dann brauche ich jetzt hier nichts mehr abkochen. Nehme ich alles mit. Den Kram ablegen. Wir sehen uns zu Hause. Des Killers Western Revolver. Das Mutanten-Hundefleisch werden wir irgendwo unterwegs noch abbraten. Wir brauchen auf jeden Fall das Entstrahlefutter noch. Und ja, ich glaube, wir können Schrecko nach Hause schicken. Ne? Wir nehmen Bone Storm, den Zahn und das Gauss-Gewehr mit. Das bedeutet auch, dass wir hier die Munition ablegen können, inklusive der Schrecko-Munition. Und eine Salvage Beacon hinterher. Das soll nach Sanctuary. Das ist alles für mich. Ja.
Alles für mich. Nice. Und schon sind wir wieder rank und schlank und können hier durch die Gänge flitzen. Wir wollten zu dieser Location, aber da ist noch so viel mehr, meine Güte. Aber wir gucken gerade auch in die City. Achso, das war der Columbus Park. Haben wir den komplett auseinandergenommen? Reicht das? Ja, ich glaube schon. Oder hast du noch was Schönes für uns? Gibt es hier was zum Aktivieren? Nein. Christopher Columbus. Nicht Christopher Moltisanti aus den Sopranos. Große Verwechslungsgefahr. Nee, ist okay. Finde ich gut hier. Das sind einfach wilde Mutterbären. Aber die sehen schon irgendwie inszeniert aus. So wild sind die bestimmt gar nicht. Ganz kurz die Küste noch abklappern. Ich mach mal hier die Salvage Beacon Aufgabe aus. Na, wo ist er? Bei Sonstiges. Zack. Und dann wollten wir weiter. Imogen. Imogen hat einen Liebhaber spielen. Also deswegen sind wir hier gerade ja clustertechnisch unterwegs. Oh, 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 wo denn? Ach, schon wieder ein Reh, ne? Schande, Mensch. Nein, 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 ist okay. Warum habe ich denn eigentlich nicht auf der 5 meine Nahkampfwaffe? Kann mir das jemand erzählen? Warum? Ach so, weil ich das Messer da hatte, ne? Ach ja, wir wollten ja das Messer eigentlich. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Das Messer geht schneller als der Zahn. Der Zahn kann auch weg. Ich hoffe, dass ich noch Kram nachträglich hinzufügen kann. Ansonsten ist der Zahn für immer weg. Irgendwas mit P war das. Pigman's Klinge. Pigman's Klinge auf der 5. Nice, nice, nice. Zurück an die Front. Komm her, du Ratte, ich habe ein Messer. Die sind bestimmt mindestens genauso gut wie die Messer in Dead Island 2. Hey, komm her. Schande, Mensch. Naja, nicht ganz so cool, aber trotzdem irgendwie sehr elegant. Die Waffe eines Jedis. Okay, könnte ein bisschen stärker sein. Aber anyways, wir erkunden weiter die Küste. Mit Bone Storm im Anschlag und einem 75er Trommelmagazin. Hier ist ja noch mehr los. Verdammt mich nochmal. Übel. Übel. Mach mal Lampe. Wie spät ist es eigentlich? 1 Uhr nachmittags und schon so dunkel. Es ist nie wirklich hell geworden. Das kann sein. Und schon wieder neue Flaschen. Ja, an Flaschen wird es uns nicht hapern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da ist noch ein Rettungsring im Wasser. Und hä? Steinchen rüber. Rettungsring. Plastik. Und Schnapsflasche. Schnaps! So, Eimerchen. Oh, verdammt. Jetzt bin ich da in die Brühe reingibt. Meine Socken, Mensch. Die sind gerade frisch sauber gemacht worden. Weiter gerade runter, ne? Da ist keine Markierung gewesen. Das Boot hatten wir beim letzten Mal, als wir hier waren, durchsucht gehabt. Aber dieses hier nicht. Plastik. But still fantastic. Klar, cool. Wasser, nicht hier, noch nicht. Wir haben noch genug. Mehr nicht, na gut. Ach so, ja, wir sind durstig, ne? Ja, ein bisschen sind wir durstig. 9. Auch ohne Stimpack benutzbar. Auf einem Hotkey. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist doch buggy. Ich habe doch niemals mein Wasser abgelegt. Jetzt ist der Hotkey wahrscheinlich auch weg. Nur Probleme, nee, alles cool. Schlurfy McSchlurfensen. Du bist gut hydriert. Die Grundlage für einen erfolgreichen Tag im Ödland. Jackpot. Cola, Cola, Cola. Den Kompass ruhig offen lassen. Hier ist irgendwas mit Wellen. Das gucken wir uns natürlich näher an. Aha, da war das Schrautradio. Nicht schon wieder. Das ist ja alles voll hier mit den Viechern. Mieses Pack. Verzieht euch. Letzte Chance. Ich muss nicht alles eliminieren. Oh nein, jetzt rennt es vor den Supermutanten weg. Echt ein mieser Tag für dich, oder? Ein richtig mieser Tag. Nein. 95%, das sollte reichen. Zack. Ja, das sind keine 95%. Deswegen Crit. Hallo, hallo, hallo. Bisschen schneller. Okay, gilt. Und hier Hundi. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir hatten kein Glück. Na dann eben Manuel.
Manuel. Köpfchen. Und jetzt noch ein bisschen Manuel. Ja. Ja. Auf die Körper bitte. Das reicht hier offensichtlich. Schande. Nicht mal aufgeladen müssten sie sein. Köpfchen. Ja, so. Schande, Schande, Schande. So gut. Ich brauche 2 mm Ultrazit-Kathode. Nee, Quatsch. 2 mm elektromagnetische Kartuschen. Richtig. Plock. Alles gut. Situation geklärt. Trotz der More Enemies Mod. Wir könnten ja. Alt. Verdammt, jetzt habe ich hier die Planke mitgenommen. Bald die More Enemies Mod noch so ein bisschen kitzeln, wenn wir wollen. Nicht, dass wir jetzt übermütig werden, aber. Oh, 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 oh. Aber es wäre eine Option. Ich weiß aber nicht mehr so hundertprozentig, was genau welche Einstellungsmöglichkeit beeinflusst. Erstmal wieder den Crit aufladen, denn wir haben keine 2 mm Munition. Reicht schon? Okay, ja, weil wir auch Gewehr auf volle Pulle haben. Ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Ist ja eine offizielle Kochstation. Flaschi, Flaschi, Edda, Schale, Zeitung und Asche. Oh, come on, es tut mir so leid. Aber du lebst noch. Ist okay. Du lebst noch. Es ging nicht anders. Im Christopher Columbus Park. Ich hatte keine Wahl gehabt. Ihr habt mich angegriffen. Ich war genauso überrascht wie ihr. Bleib einfach von mir weg, okay? Bitte. Ich möchte nicht noch eine unschuldige Seele eliminieren. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Auch ich schlafe dann schlecht. Eiskalt. Aber nur das eine. Weil es außen an der Kiste lag. Also am äußeren Rand wahrscheinlich. Tippe ich jetzt mal. Ja, cool, danke. Nice. Super Kleber. Und noch was von Relevanz. Nee, keine 10 mm Pistolen mehr. Die Zeit ist vorbei. Die Phase des Spiels haben wir lange hinter uns gelassen. Schrotpatronen. Wie schön. Sehr postapokalyptisch hier. Wir müssen rüber zum Boot. Das ist für mich jetzt sehr, sehr wichtig. Hier war noch eine Tür. Das ist das Warehouse. Sind wir gerade am Warehouse? Wir sind am Long Wrath. Aber das gehört dazu. Okay, kümmern wir uns erstmal um das Boot. Das stimmt nicht. Alles ist cool, Edda. Hä? Na, komm schon. Muss ich hier wieder Drogen nehmen? Das fühlt sich fast so an. Komm schon. Wir bröckeln uns hier hoch, wie damals in Oblivion. Und ich werde nicht müde, diese Geschichte zu erzählen mit dem Offroad-Pferd. Da ging alles. Selbst spitze Winkel. Nee, also das andere, das große, das, was schwer hochzuklettern ist. Ihr wisst schon, come on. Ein bisschen noch. Auch mal in die Hocke gehen. Du kannst dich da hochreiben, wenn du willst. Statische Aufladung, die ist auch ein bisschen magnetisch. Ein bisschen noch. Ich merk's richtig, wir kommen der Sache näher. Schande. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, ich muss hier wieder was nehmen. Ich muss auf dieses Boot. Da könnte die wichtigste Waffe im ganzen Spiel vorhanden sein. Los, raus hier. Junge, streng dich doch mal ein bisschen an, Tobias. Der heißt so. Nicht vergessen. Tobias Reaper. Wir sind ein bisschen übermüdet. Merkt man kaum, ich weiß. Was nehmen wir denn? Jet? Na klar, haben wir am meisten da. Zack. Jawoll, ja. Mit der Power des Jets. Verdammt, ich will springen. Das hat nicht funktioniert. Das war, da sind wir ja selbst ohne Jet besser gesprungen. Wahrscheinlich haben wir gleich die Entschuldigung, uns noch ein paar Drogen reinzupfeifen. Naja, der Anstiegswinkel ist halt leicht reduziert. Ne? Vielleicht versuchen wir es von ganz da drüben. Aber erstmal kurz gegen die Dehydrierung halten. Du bist gut hydriert. Wie bitte? Ein Stimpack macht uns genauso durstig wie eine Portion Chat. Was verkaufen die uns da bitte als Heilmittel? Sind wir da einer großen Verschwörung auf die Spur gekommen? Muss man noch runterdrehen. Und dann von da drüben. Ja, das könnte hinhauen. Die Nachwirkungen. Ach, Flaschis, guck mal. Die nehme ich auch noch mit. Ja, klar, ey. Und diesen Rettungsring. Plastik. Plastik. Und ihr nicht so. Ist ja nicht so schlimm.
Es kann ja nicht alles aus Plastik bestehen, dauert aber nicht mehr lange. Die Weltmeere bestehen bestimmt schon zu 75% aus Plastik. Ist eine gute Quote. Also vielleicht nicht für die Weltmeere, aber im Allgemeinen. Na, haben wir alles? Von hier, das wird doch nichts. Das ist viel zu weit weg. Kommen wir aufs Gebäude rauf? Ich glaube, vielleicht von dem Dach da, von diesem Boot. Das könnte was werden. Oh, ne? Schon sehr weit, ne? Schon sehr weit und sehr experimentell. Wahrscheinlich mal wieder für nichts, ne? Ne, ich bin gar nicht richtig abgesprungen. Ich muss nochmal hoch, schnell. Solange wir drauf sind. Los, up and down. Und yeah! Genau, dann hört das Jet auf zu wirken. Verflucht doch mal. Erstmal trinken hier. Ist okay. Und jetzt wieder Jet. Der Vengabus ist coming. Es ist einfach. Er hebt nicht mehr so richtig ab. Die haben doch bestimmt ein Update oder so installiert hier. Ich nehme hier die Wölbung. Block. Ist okay. Und hab. Ich hab sowas von gedrückt. Er hat sowas von geblockt im Winkel. Ich glaube, es ist genug, ne? Ich glaube, wir können es sein lassen. Na los, ein Run noch. Naja. Gut, soweit waren wir schon, ne? Wir schummeln ein bisschen. Es ist möglich, wir wissen es, aber es ist nur ein Deko-Boot. Aber ich habe richtig... Nein, wir müssen da rein und das Fleisch abkochen, komme was wolle. Das ist doch wohl ein blöder Witz, dass wir hier nicht hoch... Das ist doch echt, das gibt's doch nicht. Wie haben wir das jetzt? Ach so, seitwärts. Seitwärts geht's dann besser. Okay. Wieder was dazugelernt. Nice. Wir haben es gepackt. Auch das Jet haben wir nicht umsonst genommen. Das war eine Lernphase. Wir mussten auch die Möglichkeiten ausklammern, die nicht funktionieren. Ausschlussverfahren. Habe ich gelernt bei Wer wird Millionär? Ja. Das hört sich jetzt aber schon merkwürdig an. Wir sind irgendwas infiziert. Antibiotika, bitte. Zack. Wasser hinterher. Wie sieht's aus? Noch ein Wasser hinterher. Noch eins, bitte. Immer noch nicht genug. Du Schluckspecht, du. Aber hier können wir jetzt sehr schön unser Fleisch abbraten. Wir könnten auch Wasser herstellen, aber... Oh, da sind wir schon wieder so voll. Uns reichen erstmal die... um die 30 Wasser. Aber das Fleisch wird wenigstens weniger, teilweise weniger, ne? Hier zum Beispiel. Naja, da auch nicht. Aber hier, beim Maulwurfsrattenfleisch. Ja, schön abbraten zum Entstrahlen. Besser als jedes Red Away. Weil es macht nicht hungrig. Nice. Suppe. Naja, Nudelschale. Könnte man machen. Muss man jetzt aber auch nicht machen. Und schlafen müssen wir auch noch nicht, denn es ist hell genug für alles, was wir da so noch vorhaben. Aber wir wollen ja sowieso erstmal ins Warehouse. Da sind wir ja drin, ne? Wer weiß, wie lange wir da drinnen sind. Hi. Mit Bonestorm im Anschlag. Und vielleicht finden wir dort drinnen eine Chemiewerkbank, damit wir neue Munition herstellen können. Für Gaussi. Ach, jetzt. Bin ich ja gerade am Kaffee trinken gewesen. Oh, vorsichtig. Gib ihm. Nice. Wir haben einen Crit und wir wissen ihn einzusetzen. Zack. Es kommen bestimmt ganz viele von da oben. Wir sind noch so ein bisschen auf den Nachwirkungen vom Psycho. Nicht vergessen, more enemies mod. Ich mach richtig Bambule in unserem Bauch. Okay. Aha. Das auch bitte. Dann ab nach oben. Vielleicht ist hier doch nicht so viel los, aber
Ein Chemietisch. Ein Labortischchen. Den brauche ich jetzt. Oder einfach so ein Batzen. 2 mm Munition. Elektromagnetische Kartusche. Ja, ja, ja. Naja, so ein bisschen zumindest. Er hat einen Dinnerteller dabei gehabt. Wie gut. Aber warum? Er kam gerade vom kalten Buffet. Lederrüstung. Plus 1 Charisma und Intelligenz. Für rechter Arm. Wir gucken mal nach. Karotte, nein. Landarbeiterkleidung haben wir schon, ne? Ja, ich glaube schon. Kleidung. Lederrüstung. Was haben wir? Am rechten Arm Metallrüstung. Plus 2 Glück. Ja, ist aber auch wichtig. Wegen der kritischen Treffer. Es bleibt dabei. Wir bleiben bei der Metallrüstung. Abgeschlossen. Warehouse. Abgeschlossen. Orientierung bitte. In die Richtung. Westen. Ja, ins Landesinnere bitte. Wir haben es echt fast gepackt. Dann ist der ganze Großbereich nahezu vollständig erkundet. Oh, warte, Mensch. Das haben wir uns dann aber auch richtig verdient. Hier wartet ein Heft auf uns, aber hier sollten wir generell vielleicht erstmal so ein bisschen mehr Freischnauze mit dem Kompass arbeiten. Nämlich mit Löscher. Das ist auch wieder das Radiosignal. Okay, ja, Kompass. Da kommen die ersten richtigen, sich fix bewegenden Symbole. Ist hier Remy Demi? Custom House Tower. Welcher von euch ist das genau? Links von uns. Du bist es. Okay. Dann bist du der Erste auf unserer Liste. Du hast gewonnen. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Finde ich auch. Achso, die Leute meinst du? Ach, die Leute meinst du? Ja, das ist wahr. Die sind schon lange passé. Ich kann hier nicht in der Hocke hoch. Was? Ich kann hier nicht mal im Stehen hoch. Was ist denn hier bitte kaputt? Ich muss hier hochspringen? Das war jetzt auch für mich so ein bisschen komisch. Oh, Plastik. Nehmen wir natürlich mit. So, Custom House Towers. Ist das wieder hier? Christopher Moltisanti? Gut möglich. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Macht sich immer sehr gut an Türen, finde ich. Mehr nicht, mehr gibt's hier nicht. Naja gut, noch mehr Plastik. Offensichtlich haben sie ja eine Halloween-Party gefeiert. Gut, suchen wir uns die nächste Ortschaft aus, die wir erkunden wollen. Haben wir. Wir kommen dem Cluster immer näher. Oh mein Gott, wir packen das. Wir wollen weiter umrunden. Ja, den Zipfel machen wir auch noch fertig. Schankhaus Shamrock. Platziere bitte einen Marker. Und dann auch hier am Rand gucken und immer auch ein Auge auf den Kompass. Wie Kompass. So eine Sekunde. Ach ja, stimmt. Ich wollte mal wieder das Wetter verändern. Schnee und Winter ist schon ganz cool, muss ich sagen. Aber ich bräuchte jetzt mal wieder so ein bisschen Sonnenschein. Deswegen wollen wir hier mal wieder mit der Jahreszeit weiterspielen, mit der wir ursprünglich mal angefangen hatten. Glaube ich. Ich glaube, es war der Sommer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, wir wollen Select. Oh nein, stopp. Nein, doch nicht. Nicht das direkte wechseln. Ich möchte, dass das immersiv übergeht. Wetter. Ach hier, Climate and Seasons. Ich möchte Sommer bitte wieder haben, denn wir haben hier nahezu Sommer. Es fühlt sich fast so an. Also gerade heute, 20 Grad, oh, war das schön. Und das brauche ich jetzt auch so ein bisschen in-game. Aber jetzt geht's hier erstmal weiter. Wow. Aus dem Nichts ballert er mir direkt einen auf die Nase. Lock. Weggezimmert. Wow. Oh. Noch mehr fiese Bots. Oh, warte. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Sehr ungünstig. Ich habe keine 2 mm elektromagnetische Kartusche mehr. Ungünstig. Oh, alle weggezimmert. Ich sehe gar nichts. Aber hier ist ein Kopf. Den kann ich erwischen, wenn ich möchte. Und hier sehe ich Beine oder Arme. Der Arm ist schon fast im Eimer. Vorsichtig. Ja, Cluster.
Weiter. Kritische Schüsse, bitte. Auf den Stumpf. Na, geht doch. Edda. Sie kommen jetzt zu mir, ne? Sie kommen zu mir auf die Düse. 45%, das muss reichen. Komm schon. Komm schon. Sauber. Kurz taktisch zurückhalten. Schande. Schande. Was für ein Glück. Kommt da noch mehr? Ja, da oben. Ist noch ein bisschen was los. Da oben. Aber ich habe noch kritische, wenn du möchtest. Extra für dich aufgehoben. Ein Robohörn. Ich brauche 1%. Gib mir 1%. Und ich erlöse dich von all deinen Qualen. Das kann doch nicht wahr sein. Deckung, Deckung, da kommt noch... Oh, mieser Augenbot. Ein mieser. Block. Ich gehe hinter diese Deckung. Edda. Edda, ich brauche dich jetzt. Hier. Ohne dich sind wir nichts. Du bist so schön weiß und kannst so viel tragen. Komm ich hier rein? Nicht wirklich, ne? Kann ich von ihr besser treffen? Oh ja, Köpfchen. Sag nochmal, direkt auf die Rübe. Ich habe noch einen kritischen. Nur für dich. Okay, der Hund. Edda, kannst du nicht den Hund vielleicht? Nein, na gut. Ist ja nicht so wild. Kopf bei 95%. Und schön ausweichen. Durchladen. Meine Güte. Es ist zwar nur ein paar Tage her gewesen, aber Fallout 4, was habe ich dich vermisst?